Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute gibt's mein zweites Match Night Tales von Voodoo Games und zwar dieses Mal als Zweispieler-Match zusammen mit meiner Frau. Und wir haben dieses Mal mit den geänderten Würfelverteilungen gespielt. Die roten Würfel haben dieses Mal ein Schild mehr und die gelben Würfel haben ein Schädelsymbol mehr. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist nochmal angezogen. Ich gehe jetzt aber trotzdem bei diesem Video davon aus, dass ihr schon so ungefähr wisst, wie die Regeln funktionieren. Wenn nicht, dann schaut euch auf jeden Fall noch mein erstes Gameplay-Video an, da gehe ich noch ein bisschen genauer auf die Regeln ein. Oder ihr schaut euch mein How-to-Play-Video an, das ebenfalls zur Kickstarter-Kampagne online gegangen ist. Ja, jetzt würde ich sagen, wir steigen mal direkt ins Match ein und meine Gedanken dazu gibt es wie immer danach. Dieses Mal spiele ich eine Zwei-Spieler-Runde von Night Tales. Wir spielen erneut auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, dieses Mal aber mit der aktuelleren Würfelsymbolverteilung. Ich spiele dieses Mal den roten Ritter Tartos und meine Frau Christina spielt den grünen Ritter Guskard. In einem Zweispieler-Match startet der Ausdauermarker immer auf der Zweispieler-Marke. Außerdem beginnen wir das Spiel mit 8 Goldstücken. Der erste Tag beginnt und unsere erste Queste ist es, ein Ork-Monster zu besiegen. Ich bin der Erste, der einkaufen kann und kaufe mir eine Plattenrüstung für 2 Extraschilde bei einem Kampfwurf. Christina kauft sich den Kriegshammer, der alle gegnerischen Schilde um 1 reduziert. Ich kaufe mir noch den Seher, mit dem ich einen kompletten Kampfwurf inklusive der Monsterwürfel einmal wiederholen darf. Christina kauft noch das Schild für ein zusätzliches Schildsymbol. Ich kann nichts mehr kaufen und wechsle auf die Nachtseite. Und Christina folgt mir. Die erste Nacht beginnt und wir haben einen Champion und 8 Schergen auf dem Feld. Wir drehen die erste Ruhmeskarte um und bestimmen den ersten Boss. Es ist die Wood Witch. In der ersten Reihe erscheinen ein Varg, ein Zombie und eine Wraith. Die Wraith bewegt sich in die letzte Reihe und gegen Monster unter ihr dürfen keine Wutpunkte eingesetzt werden. An ihre Stelle tritt ein Wolfsreiter, der verhindert, dass wir Monster in hinteren Rängen attackieren. Ich ignoriere den Wolfsreiter zunächst und attackiere den Varg. Ich mache den Kampfwurf. Ich setze meine Plate Mail für 2 extra Schilde ein und besiege den Varg. An seine Stelle tritt ein Ghoul, der auch gleich von Christina attackiert wird. Sie macht ihren Kampfwurf und kauft sich für 2 Wutpunkte einen zusätzlichen Würfel. Dann verwendet sie noch ihr Langschwert und dreht ihre Schilde zu Schwertern und besiegt den Ghoul damit. Es erscheint eine Doom Bat. Und die wird gleich von mir attackiert. Das kostet mich wegen ihrer Spezialfähigkeit 2 Ausdauerpunkte. Und ich besiege sie problemlos. Kann aber ein Doom-Symbol nicht verhindern und der Doom-Tracker wird einen Schritt weiter bewegt. Das löst die aktuelle Taktik der Wood Witch aus und jeder von uns muss jetzt einen Gegenstand erschöpfen. Ich wähle dafür meinen Seher und Christina ihr Schild. Christina wagt sich jetzt auch endlich an den Wolfsreiter. Sie aktiviert vor dem Wurf ihren Kriegshammer und macht dann ihren Kampfwurf. Dann verwendet sie Guskards Ritterfähigkeit, um einen Monsterwürfel mit einem Ritterwürfel zu tauschen. Das Monster kann das Glaubenssymbol nicht benutzen, daher macht Christina jetzt einen Schadenspunkt mehr und besiegt den Wolfsreiter. Damit hat sie als Erste die Quest geschafft. Dem Wolfsreiter folgt eine weitere Wraith, die ebenfalls nach hinten rückt. Ich bin wieder dran und attackiere die vorderste Wraith. Meine Attacke schiebt den Doomtracker wieder einen Schritt weiter, aber ich besiege die Wraith. Christina attackiert gleich die nächste Wraith. Und auch diese wird ohne Probleme besiegt. Als nächstes attackiere ich den Zombie. Der Kampfwurf ist leider ziemlich mies und zwingt mich, mein Langschwert einzusetzen. Damit drehe ich ein Schild um und besiege den Zombie. Allerdings gehen auch 2 Doom-Symbole durch
und der Doomtracker wandert zwei Schritte weiter und landet dabei einmal auf einem Schädel. Die aktuelle Taktik der Woodwitch hat aber glücklicherweise keinen Effekt, da sich keine vermundeten Schergen oder Champions auf dem Spielfeld befinden. Die Monster bewegen sich wieder nach vorne und die Woodwitch rückt in die dritte Reihe nach. Ihre Bewegungstaktik hat keinen Effekt, weil keine Bestien aufgedeckt sind und ein Goblin erscheint, der auch prompt von Christina attackiert wird. Sie schafft es, ihn zu besiegen. Allerdings verursacht er auch einen Punkt Schaden und stiehlt ihr durch seine Sonderfähigkeit ein Goldstück. Monster und Boss rücken wieder auf, wieder ohne Effekt, und ein Schamane erscheint. Er würde normalerweise auch nach hinten rücken, aber Monster können nicht hinter den Boss rücken. Ich bin dran und attackiere den Schamanen. Der Schamane hat durch seine eigene Sonderfähigkeit einen extra gelben Würfel. Ich mache den Kampfwurf und besiege ihn, mache die Woodwitch aber um zwei Schritte stärker. Sorry. Immerhin habe ich damit noch die Quest beendet. Die Woodwitch rückt vor und wird von Christina attackiert. Sie macht ihren Kampfwurf und schafft es leider nicht, Schaden zu verursachen. Stattdessen wird der Doomtracker zwei Schritte weiter bewegt, was die nächste Taktik auslöst, aber zum Glück keine Auswirkungen hat. Ich versuche mich ebenfalls an der Woodwitch. Allerdings fällt mein Wurf ähnlich bescheiden aus. Ich schaffe es nicht, Schaden zu verursachen, aber erleide einen Punkt Schaden. Christina versucht es erneut, schafft es aber nur, einen Schadenspunkt zu kassieren und das Doom-Level der Woodwitch aufs Maximum zu bringen. Mein nächster Versuch bewirkt absolut gar nichts. Die Hoffnung schwindet, aber wir versuchen es weiter und Christina attackiert erneut. Der Wurf sieht dieses Mal etwas besser aus, würde aber auch ziemlich viel Schaden bei Christina verursachen. Sie kauft sich einen extra Würfel, bräuchte aber ein Doppelschwert, um Schaden zu verursachen. Das heißt, die Attacke prallt wieder ab und Christina erleidet 3 Punkte Schaden, wodurch Guskard besiegt ist. Jetzt auf mich allein gestellt, versuche ich es erneut. Mein Kampfwurf sieht auf den ersten Blick ziemlich gut aus, verursacht aber durch die 3 eingebauten Schilde immer noch keinen Schaden. Daher gebe ich 2 Wutpunkte für einen extra Würfel aus und das geht auch voll auf und ich würde 2 Schadenspunkte verursachen. Ich kaufe mir noch einen Wiederholungswurf, aber es bleibt beim Ergebnis. Ich mache 2 Schadenspunkte und bekomme dadurch immerhin 2 Gold, erleide aber auch 3 Schadenspunkte, was mich aus dem Spiel nimmt. Da alle Ritter besiegt sind, verursacht die Woodwitch jetzt auf jeder Bahn einen Punkt Bahnenschaden. Dann zieht sie sich zurück und die Nacht ist beendet. Sowohl Christina als auch ich waren im grünen Lebenspunktebereich, als wir besiegt wurden. Tag 2 beginnt und wir setzen alle unsere Fähigkeiten, Gegenstände und Statusmarker zurück. Die zweite Quest ist es, einen Boss zu verwunden oder zu besiegen. Ich darf wieder zuerst einkaufen und gebe 2 Untote aus, um mir die Wrathcleaver-Trophäe zu kaufen, mit der ich alle Einzelschwertergebnisse als Doppelschwertergebnisse verwenden kann. Christina gibt 2 Orks aus und kauft sich das Dornenschild, mit dem Schildergebnisse als Schild und Schwert verwendet werden können. Ich kaufe den Söldner, der es mir erlaubt, einen extra Würfel zu werfen. Christina kauft die Gauntlets, mit denen man einen Monsterwürfel klauen kann. Ich kaufe mir noch den Mönch, der die Kosten eines Wuteinsatzes reduziert. Christina kauft das Warhorse, das ihr Monsterwürfel gibt, je nachdem wie tief sie angreift. Ich kaufe mir noch den Schleifstein, mit dem meine Glaubenssymbole als Glaubenssymbol und Schwert zählen. Christina kann nichts mehr kaufen und wird auf Position 1 der Nachtseite gesetzt. Ich gebe noch 2 Bestienkarten aus und kaufe die Fellrüstung, mit der ich gegnerische Einzelschwertergebnisse ignorieren kann. Und dann wechsle ich ebenfalls auf die Nachtseite. Die zweite Nacht beginnt und wir stehen jetzt 3 Champions und 6 Schergen gegenüber. In der ersten Reihe stehen uns ein Wolfsreiter, ein Varg und ein Zombie gegenüber. Unser Boss für die Nacht ist der Lich Lord.
Christina ist zuerst dran und attackiert den Wolfsreiter. Sie macht den Kampfwurf und verwendet ihr Schild, um einen Schaden abzublocken, bekommt aber immer noch 2 Schadenspunkte mit. Der Wolfsreiter wird besiegt. Der Doom-Tracker wandert einen Schritt weiter, weil nur ein Doom-Ergebnis verhindert werden konnte. Und an der Front erscheint ein Zentaure, der allen Monstern in der Reihe ein Schild gibt. Das gefällt mir gar nicht und ich attackiere den Zentauren. Ich mache meinen Kampfwurf, scheitere aber komplett an den Schilden des Zentauren und mache keinen Schaden. Christina versucht es besser zu machen, aber auch sie würde keinen Schaden verursachen. Daher kauft sie sich einen Extrawürfel und verwendet dann noch ihre Ritterfähigkeit und tauscht das Doppelschwertergebnis mit dem Glaubenssymbol, wodurch sie genug Schaden verursacht, um den Zentauren zu besiegen. Und die extra Schilde verschwinden. An die Stelle des Zentauren tritt ein Nekromant. Ich bin dran und attackiere den Zombie. Das Wurfergebnis ist nicht gerade ideal. Und ich setze den Söldner für einen extra Würfel ein und schaffe es zumindest noch, das Doppelschwertergebnis zu negieren. Das heißt, ich verliere einen Lebenspunkt, aber der Zombie wird besiegt. Es erscheint eine weitere Doombat, die nach hinten wandert und einen weiteren Zentauren erscheinen lässt, der wieder der kompletten Reihe ein Extraschild gibt. Christina greift den Zentauren an, was sie durch die Doombat 2 Ausdauerpunkte kostet. Und ihr erster Kampfwurf würde keinen Schaden verursachen. Sie setzt ihre Gauntlets ein und stiehlt ein Schwertergebnis. Dann gibt sie einen Wutpunkt aus, um das Schildergebnis zu wiederholen. Und der Wurf reicht glücklicherweise, um den Zentauren auszuschalten, was auch die extra Schilde wieder verschwinden lässt. Als nächstes attackiere ich den Nekromanten. Mit meinem Kampfwurf bin ich gar nicht zufrieden. Daher benutze ich meinen Seher, um den kompletten Wurf zu wiederholen. Und der Wurf ist immer noch nicht wirklich gut, aber besser. Ich kaufe mir einen Wiederholungswurf, der einen Schaden mehr macht. Und dann benutze ich noch meinen Schleifstein, um ein Glaubensergebnis als Schwert zu benutzen. Das reicht aus und der Nekromant geht an mich. Christina stürzt sich auf den Varg. Mit dem initialen Wurf würde sie einen Schadenspunkt verursachen. Daher verwendet sie ihr Langschwert und macht daraus 2 Schaden. Das besiegt den Varg nicht, kratzt ihn aber schon mal ziemlich an. Ich versuche dem Varg den Gnadenstoß zu geben und ich mache mehr als genug Schaden, um das zu erreichen. Allerdings benutze ich noch Tartos Ritterfähigkeit, mit der ich überschüssigen Schaden an benachbarte Monster weitergeben kann. Ich belasse 3 Schadenspunkte auf dem Varg und die restlichen 2 gehen an die Doombat. Damit habe ich beim Varg mehr Schaden verursacht als Christina und bekomme seine Karte. Und die Doombat bekomme ich noch dazu. Die Monster rücken auf und der Lich Lord rückt nach. Sein Doomtracker wird durch meinen Wurf noch 1 nach vorne bewegt. Aber seine aktuelle Taktikkarte hat keine Auswirkungen. Ganz vorne erscheint ein Minotaurus. Und Christina attackiert ihn. Sie verwendet dafür ihren Kriegshammer. Der Schaden würde ausreichen, um den Minotaurus zu besiegen. Allerdings würde Christina auch selbst 2 Schaden bekommen und müsste durch die Fähigkeit des Minotaurus einen Gegenstand erschöpfen. Um das zu verhindern, gibt sie einen Wutpunkt aus, um einen Würfel neu zu werfen. Damit verhindert sie einen Schadenspunkt. Ein weiterer Schadenspunkt geht aber durch und Christina erschöpft ihr Schlachtross. Aber der Minotaure wird besiegt. Und an seine Stelle tritt ein Oger, der durch seine Fähigkeit sofort einen Punkt Bahnenschaden verursacht. Ich bin dran und attackiere den Oger. Ich werfe die Kampfwürfel, verwende meine Plattenrüstung, um die 2 Schaden abzuwehren und besiege den Oger. Bleibt nur noch der Boss, der von Christina attackiert wird. Sie wirft die Kampfwürfel und kauft sich noch einen Extrawürfel,
Und dann verwendet sie noch ihr Dornenschild, damit ihr eigenes Schild als Schild und Schwert gilt. Und verursacht damit 3 Punkte Schaden. Allerdings wird auch der Doomtracker einen Schritt vorbewegt. Und Christina erleidet 2 Punkte Schaden, was ausreicht, um Guskar zu besiegen. Allerdings hat sie auch erneut die Quest als erste beendet. Ich stehe erneut alleine da und attackiere den Lich Lord. Ich aktiviere meine Fellrüstung, um Einzelschwertergebnisse zu ignorieren und werfe die Kampfwürfel. Ich verwende meinen Mönch und kaufe mir für einen Wutpunkt einen extra Würfel und verursache damit einen extra Punkt Schaden und damit ist der Lich Lord besiegt. Ich bekomme die 2 Goldstücke, allerdings hat Christina mehr Schaden verursacht als ich und daher geht die Bosskarte an sie. Wenigstens habe auch ich als Zweiter die Quest beendet. Diese Nacht ist zum Glück etwas erfolgreicher zu Ende gegangen als die erste. Christinas Lebenspunktemarker befand sich dieses Mal im gelben Bereich und meiner im grünen. Zu Beginn des dritten Tages wird der Marktplatz aufgefrischt und unsere Quest besagt, dass wir ein Monster besiegen müssen, während wir mindestens ein Wappen auf einem anderen Monster liegen haben. Ich bin erneut der Erste beim Einkaufen und kaufe mir einen Hund, mit dem ich einen Monsterwürfel ignorieren darf. Christina kauft sich das uralte Amulett, mit der sie die Fähigkeiten aller Nicht-Boss-Monster ignorieren kann. Ich kaufe den magischen Ring, mit dem ich mich heilen und meinen Wutwert verbessern kann. Christina kauft sich das noble Ross, mit dem sie auch in tieferen Reihen für nur einen Ausdauerpunkt attackieren kann. Ich sehe bei ihr einen leichten Pferdetrend. Ich kaufe mir noch das goldene Hufeisen, mit dem ich mit Glaubenssymbolen meinen Ausdauermarker zurücksetzen kann. Christina kauft sich noch die Lanze, die extra Schwertergebnisse bringt, je tiefer sie attackiert. Ich kann nichts mehr kaufen und stelle mich auf die Nachtseite. Christina kauft noch eine Kettenrüstung, mit der sie einen einzelnen Würfel mit mindestens einem Schwert ignorieren kann. Und dann wechselt sie ebenfalls auf die Nachtseite. Die letzte Nacht bricht herein und uns stehen 5 Champions und 4 Schergen gegenüber. Der letzte Boss ist der War Chief. In der ersten Reihe stehen ein Minotaurus, eine Riesenspinne, durch die wir Wutpunkte einsetzen müssen, wenn wir Gegenstände einsetzen wollen. Und ein weiterer Oger, der dieses Mal nach hinten wandert und Bahnschaden verursacht, wenn er an der Front ankommt. An seine Stelle tritt eine Banshee, die verhindert, dass in ihrer Reihe Glaubenssymbole verwendet werden. Ich fange an und attackiere die Banshee. Durch den Kampfwurf würde ich ziemlich viel Schaden verursachen, aber auch einstecken. Also wiederhole ich ihn nochmal komplett. Dieses Mal sieht er etwas besser aus, aber ich gebe noch einen Wutpunkt aus, damit ich meinen Hund verwenden kann, um einen der Monsterwürfel zu entfernen. Dadurch erleide ich immer noch einen Schadenspunkt, aber die Banshee wird besiegt. Als nächstes erscheint ein Schamane, der leider nach hinten wandert und den Oger nach vorne schiebt, wodurch wir einen Punkt Bahnenschaden bekommen. Außerdem gibt der Schamane plus einen gelben Würfel in dieser Bahn. Christina ist dran und attackiert die Riesenspinne. Sie verwendet ihr Amulett, um die Fähigkeit der Spinne zu ignorieren. Das hätte sie eigentlich trotzdem einen Wutpunkt gekostet, was wir leider vergessen haben. Der Kampfwurf würde die Spinne besiegen, allerdings würde Christina auch 2 Schadenspunkte bekommen. Daher verwendet sie ihr Schild, um den Schaden um 1 zu reduzieren. Sie bekommt einen Schadenspunkt, der Doomtracker wandert einen Schritt weiter und die Spinne ist besiegt. Der Doom-Token löst die aktuelle Boss-Taktik aus, wodurch der Schamane ein automatisches Schwertsymbol bekommt. Dann rücken die Monster auf und ein Goblin erscheint. Ich attackiere als nächstes den Minotaurus. Ich verwende sicherheitshalber meine Fellrüstung, werfe die Würfel und würde 2 Schadenspunkte verursachen. Ich verwende noch den Schleifstein für einen Schaden mehr durch mein Glaubenssymbol. Bekomme einen Punkt Schaden. Der Doomtracker bewegt sich einen Schritt. Und der Minotaurus wird besiegt. Die Monster rücken vor. Und der Warchief rückt in die dritte Reihe nach.
Dabei verursacht er durch seine Bewegungstaktik Bahnenschaden in den unteren zwei Bahnen, weil beide Ork-Monster enthalten. Jeder Schaden gegen diese zwei Bahnen würde jetzt direkt gegen die Dorfgebäude gehen. Das sieht jetzt ziemlich finster aus, aber keine Sorge, wir haben einen Plan. An die Stelle des Minotauros tritt ein Draugr. Christina ist wieder dran und greift jetzt direkt den Warchief in der dritten Reihe an. Das würde sie normalerweise 3 Ausdauerpunkte kosten, allerdings verwendet sie ihr nobles Ross, damit es nur einen Punkt kostet. Außerdem verwendet sie noch ihr Streitross für 3 extra gelbe Würfel und dann noch ihre Lanze, was ihr 2 automatische Schwertsymbole gibt. Den Kampfwurf müssen wir dieses Mal aufgrund der gelben Würfel getrennt werfen. Christina verwendet noch ihre Ritterfähigkeit und tauscht eines ihrer Doom-Ergebnisse gegen ein Doppelschwertergebnis und schafft es so, mit einem einzelnen spektakulären Schlag den Warchief zu besiegen. Es gibt aber noch Monster zu besiegen und ich attackiere den Schamanen in der zweiten Reihe, was mich 2 Ausdauerpunkte kostet. Ich mache den Kampfwurf, verwende meinen Söldner für einen extra Würfel und besiege den Schaman. Christina attackiert den Draugr und besiegt ihn unter Einsatz ihres Langschwerts. Als nächstes erscheint ein Berserker. Er wird von mir attackiert und ich setze meinen Mönch ein, um ihn mit einem extra Würfel zu besiegen. Ich verwende außerdem noch meine Plattenrüstung, um den erlittenen Schaden komplett zu negieren. Christina attackiert als nächstes den Goblin. Sie verwendet dabei ihre Gauntlets und besiegt den Goblin. Als letztes erscheint noch ein Troll. Den attackiere ich auch gleich. Ich verwende mein Langschwert, um ein Schild zu einem Schwert zu drehen, und dann meinen Wrath Cleaver, um aus dem einen Schwert 2 Schwerter zu machen. Und so besiege ich den Troll. Christina attackiert noch den Ogre und verwendet dafür ihren Kriegshammer. Sie verwendet ihre Kettenrüstung, um einen Schaden zu negieren und kauft sich noch einen extra Würfel. Sie bekommt noch einen Schadenspunkt, bleibt aber im grünen Bereich und der Ogre ist besiegt. Ich beende die Nacht im gelben Bereich der Ruhmeskarte und Christina im grünen. Damit ist die letzte Nacht geschafft. Und wir zählen Siegpunkte. Nachdem wir alle Punkte verrechnet haben, sind wir bei einem Endstand von 96 Punkten für mich und 112 für Christina. Damit ist Guskar der wahre Champion und die Gewinnerin ist Christina. Gutes Spiel! Ja, das war mein zweites Match, Night Tales von Voodoo Games. Und das war ziemlich lustig, muss ich sagen. Also meine Frau und ich, wir hatten richtig viel Spaß. Und ich muss echt sagen, mit den geänderten Würfelmechaniken beziehungsweise mit der neuen Würfelsymbolverteilung ist das Spiel jetzt wirklich an einem richtig, richtig guten Punkt. Also wir haben ja trotzdem auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Das heißt, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad drüber, bei dem die Items erst komplett aufgefrischt werden, wenn alle ausliegenden Items gekauft sind. Das heißt, man hat deutlich weniger Auswahl, was man an Gegenständen mitnimmt. Und es kommen schon viel früher deutlich mehr Champions ins Spiel, die, wie ihr vielleicht gesehen habt, einfach einen sehr, sehr starken Einfluss darauf haben, wie schwierig dieses Puzzle in der Nacht zu entzerren ist. Und man hat ja schon gesehen, also in der ersten Nacht haben wir einfach Mist gebaut. Also wir haben wirklich, wir waren auch selbst schuld, dass wir da erstmal auf die Mütze gekriegt haben, weil wir einfach unsere Items und Fähigkeiten direkt schon am Anfang rausgehauen haben. Und aber man hat auch vielleicht gesehen, also wir haben natürlich trotzdem jetzt die Monster besiegt. Wir sind halt letzten Endes auch schon recht erfahren mit dem Spiel. Also meine Frau hat es auch schon ein paar Mal mit mir gespielt, weil es ihr auch tatsächlich sehr viel Spaß macht, obwohl sie nicht so die krasse Gamerin ist. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt für dieses Spiel. Und
Aber wir mussten teilweise schon hart überlegen, wie wir rangehen. Und wir haben, hat man vielleicht auch gesehen, dieses Mal tatsächlich sehr kooperativ gespielt. Das heißt, wir haben nicht so sehr auf die Punkte geguckt, weil wir echt nicht sicher waren, ob wir diese Nächte und ob wir das Spiel überleben, wenn wir zu sehr auf uns selbst schauen. Und da merkt man dann auch, dass das Spiel funktioniert, so wie es gedacht ist. Das heißt, wenn die Spieler richtig zusammenarbeiten, dann glaube ich, dass man gerade beim mittleren Schwierigkeitsgrad auch ganz gut durchkommt. Aber dann gewinnt halt einer und beim zweiten Spiel denken sich die Spieler dann vielleicht schon so, eigentlich würde ich ganz gerne mal gewinnen. Und schon hat man den Salat. Und genau so ist es gedacht und gewollt und so macht es auch Spaß. Und ich freue mich schon auf das nächste Match mit meiner Frau, wo wir dann wieder ein bisschen mehr auf die Punkte gucken werden. Und dazu kommen natürlich einfach coole Momente, wie eben dieses Doppel-Kavallerie-Lanzen-Charge. Also ich finde es toll, dass es auch so Combo-Items gibt, die man eben zusammen nutzen kann und die zusammen so richtig stark werden, wie das jetzt hier halt bei meiner Frau der Fall war. Und das hat sie auch sofort erkannt, dass das so funktioniert. Und das spricht auch sehr dafür, wie gut lesbar dieses Spiel ist. Also ihr seht es vielleicht auch bei den Spielberichten. Man guckt einmal auf die Karte drauf und man weiß sofort, was Sache ist. Und das ist was, das kann ich nicht unterbewerten. Also das ist einfach eine super, super wichtige und tolle Sache. Und ich habe Spaß dran und ich hoffe, ich wünsche, dass die Kampagne gut läuft. Und wenn ihr das Ganze jetzt gerade nicht über die Kickstarter-Kampagne schaut, dann findet ihr in der Videobeschreibung sämtliche Links zur Kampagne und zu Voodoo Games und so weiter. Und das war's erstmal von mir. Nach wie vor großer Spaß, Daumen hoch und vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.